Soweit, gleich Rechtskurve. Ja, danke. Oh nein, ich hab sie. Nein, verdammt! Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute werden wir Saudi-Arabien rückwärts fahren. Wir, das sind meine Wenigkeit und mein Gast Marcel Fischer. Hallöchen. Ja, wir haben gerade ein Video für seinen Kanal produziert. Und zwar sind wir Belgien gefahren. Und zwar unter stürmischen Bedingungen mit einem gewissen Reifensatz, den man eigentlich nicht erfahren sollte. Findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Genauso wie sein Instagram-Account. Einfach mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, bevor ich euch weiter in der Frikadelle ans Knie quatsche, würde ich sagen, auf geht's nach Jeddah. Und zwar rückwärts. 3, 2, 1 und los. Let's go. Ich bin noch nie Saudi-Arabien rückwärts gefahren, Marcel. Du etwa? Ja, bin ich schon mal. Ist jetzt schon ein paar Monate wieder her. Okay. Aber hab schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, hier ist ein Bremspunkt, oder? Ja, richtig. Jetzt hat er einen Vorteil, liebe Leute. Das Bahrain-Video seht ihr oben noch mal rechts. Könnt ihr euch mal geben. Das ist absolut bekloppt. Oh Mann, ey. Das war verrückt. Es ist Neuland für mich hier, Saudi-Arabien rückwärts. Boom. Aua, okay, verdammte okay. Scheiße! Ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor, ich erinnere mich. Ich nicht. Scheiße! So, Mike, gleich Rechtskurve. Ja, danke. Oh nein, ich hab sie... Nein, verdammt! Nein! Mensch, sag doch was! Muss mal ein bisschen früher! So, das ist jetzt... Ich hab's genau, ja selber jetzt... ein bisschen vergessen. Ich bin hier noch nie rückwärts gefahren. Verdammt! Oh Gott, jetzt kommt der erste Sektor. Ja, jetzt geht's erst richtig los hier auf der Strecke. Oh nein! Schande. Oh Gott. Ah! Hilfe! So. Hier der okay. Klick. Ja, was das ist ja nicht schwer zu erraten. Das ist ja die Schikane. Oh nein. Langsamer als gedacht. So. Na warte, Honda internes Duell. Das war schon die Runde, ja, oh nein. So, Runde 2. Bisschen spät. Nein! Snap over! Verdammt! Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Fahrer in der Formel 1 haben gefragt, ob sie die Strecke in Jeddah so umbauen können, dass die Apex-Barriers so wie in Monaco sind. Dass die so ein bisschen nachgeben. Ja, sowas ähnliches habe ich gelesen. Ich habe auch gelesen, dass die letzte Kurve 1,5 Meter breiter ist. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen. Das heißt, der Max Verstappen-Vorfall wird garantiert nicht nochmal vorkommen. So, kann weitergehen, liebe Freunde. Es gab da einen gewissen Vorfall. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Nichts gesehen. Und der Spritstand sieht super aus, liebe Leute. Rote Zahlen, wer liest das nicht gerne? Das war kein Cutten, das war schon so. Ja, im Zeitfahren ist das auch gültig, da kann man auch da komplett drin drüber. Oh, verdammt! Es gibt ja leider kein DRS. Runde 3. Vielleicht wird ja die Formel 1 eines Tages ohne DRS auskommen mit der neuen Boliden-Generation. Das wäre echt cool. Ja, ich habe da mal so ein paar Gerüchte gehört. Man wollte das schrittweise abschaffen. Ja. Oder mal die Zonen erstmal kleiner machen vielleicht. Vielleicht. Später anfangen. Hier kommt doch jetzt... Genau, jetzt kommt hier so eine Kurve. Da aber ein schönes Battle. Da, wo unser Geburtstagskind Mick Schumacher, schöne Grüße gehen raus und alles Gute, sich im vergangenen Jahr zerlegt hat. Liebe Leute, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Holt Mick Schumacher in Jeddah Punkte, ja oder nein? Ja, aber jetzt. Herr Fischer, macht Ihnen das irgendwie Schwierigkeiten? Ja, so ein bisschen schon. Runde 4. Vor allem die Reifentemperatur gerade. Da muss er schneller fahren, da kühlt er schneller ab. Ja, das ist ein guter Tipp. Oh, die letzte Kurve. Die erste, meinst du? Ey, ja, du weißt, was ich meine. Ja,
Welche Runde sind wir eigentlich? Drei oder vier schon? Vier. Okay. Ja, mein Auto ist in Wirklichkeit aus Stahl. Das hält auch auf jeden Fall was aus. Ich wollte jetzt schon abbiegen, aber nee. Jetzt erst. Genau. Ja, ich habe auch ganz leicht die Wand. Keine Ahnung, was du meinst. Berührt. Nein, zu weit. Sehr schön. Nein, überhaupt nicht schön. Scheiße. So muss das. Nein. Scheiße, okay, sorry. Scheiße. Was war? Ich hab passiv abgekürzt. Okay. Boah, das war jetzt mal. Hat schon ein bisschen Flow, muss man sagen. Auch rückwärts. Oh Gott! Das ist eine Wand. Aber bin da, alles gut, alles gut. So, finale Runde. Wer gewinnt den Saudi-Arabien Grand Prix? Backwards. Let's go. Hi, Bob. Nee, 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 nee. Don't you dare. Das gibt's hier nicht. So, jetzt. Schöner Windschatten. Nein, nein, verzieh dich. Overtake. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh, jetzt wollte ich hier schon abbiegen. Nein! Mach dich denselben Fehler wie ich! Nein! Nein! Ah, verflixt! Okay, jetzt noch nach Hause bringen! Komm schon! Das war gut. Mike sitzt mir im Nacken. So soll es ja auch. Ah, ja, das muss so. Nein, lock up! Nein! Ja, komm schon! Nein, verdammt scheiße! Die okay, Linie. Glückwunsch! Dankeschön. Oh. Das hat Spaß gemacht. Das war spaßig. Jetzt steht's 1-1, liebe Leute. Denn Bahrain habe ich gewonnen, Saudi-Arabien hat er gewonnen. Aber die Frage ist doch, wie wird das Ganze in Australien aussehen, was wir dann in 2 Wochen für euch aufnehmen? Auf jeden Fall einschalten. Ja, liebe Leute, dann erstmal Dankeschön an Marcel für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich würde sagen, liebe Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und gerne ein Abo da lassen. Schaut euch Marcells Video an. Also ich verspreche auf jeden Fall nicht zu wenig, denn es war recht chaotisch, genauso wie hier, nur im Regen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Tschüss.